Moin, moin, meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Hockey Ultimate Team hier bei Because Gaming is Fun. Ja, zuletzt haben wir uns den Meistertitel in Division 5 geholt. Heißt, wir sind wieder in Division 4 unterwegs. Hammergeil. Und natürlich versuchen wir auch hier wieder in Division 3 aufzusteigen. Haben immer noch unser starkes Team. Hiller bleibt weiterhin im Tor. Hat da letztes Mal eine ganz gute Performance gebracht. Punishers mit dem Logo der Grizzly Adams Wolfsburg. Und wenn ich mich nicht irre, ist es das Trikot der Thomas Sabo Ice Tigers. Ich bin mir gerade nicht sicher. Wenn du ein deutscher Kollege bist, hallo, mein Freund. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das ein deutsches Trikot war. Ja. Backström spielt ja einfach überragend, wie ich finde. Wenn der sich verletzt, das wäre eine ziemliche Pleite. Stimmt, einen neuen Verteidiger habe ich mir ja noch geholt, Wisniewski. Als Ersatz für Giardri. Der hat sich ja verletzt. Wird jetzt ein bisschen fehlen. Aber ich glaube, das ist nicht das Trikot der Ice Tigers. Oh, er hat auch Wisniewski. Was? Gibt's natürlich erstmal wieder eine Strafe. Warum auch nicht? Kann man ja mal machen. So, Richards gewinnt dieses Bulli nicht. Wisniewski bringt den Puck leider nicht raus. So, Wisniewski auf Calamari. Richards beinahe mit dem Tor. Howard hat er. Das ist mal nicht so verkehrt. Da dann Phil Puller. So, Backström jetzt. Auf dem Weg nach vorne. Haut einfach mal drauf. War knapp. Leider noch nicht knapp genug. Oh. Unsere Unterzahl ist vorbei. Und da erstmal alles cool wieder. Ja, genau. Und das war kein Stockschlag, willst du mir erzählen? Alles klar. So, Bogosian legt zurück auf O'Reilly. Der verzieht da leider ein wenig. Aber er kriegt nochmal die Chance und diesmal macht er ihn gegen Howard. 1-0 für unser Team. O'Reilly ohne Assist. Sehr schön. Richards holt das Bulli. Ups. Ganz genau so war das geplant. Oh, schade. Nochmal schade. Oh, oh, oh. Ach komm, das ist doch keine Strafe. Ah, wie ich hier mal mit Strafen überschüttet werde, das ist nicht feierlich. So, like. Wow. Das hätte man auch besser nutzen können. Wow. Schöner Versuch. So, wir haben ja alle Zeit der Welt, wenn wir in Unterzahl spielen. Meine Güte, das war ja fast gefährlich. Wie der Puck zurückgeprallt war. Oh, oh. Hui, der war gefährlich.
Du war doch draußen, oder nicht? What? To Richards. So, Richards. Geht vorbei an Giordano. Geht vorbei an Giardri. Nee, das ist nicht Giardri gewesen. Keine Ahnung, wer das war. So, Light geht rein ins Angriffsdrittel. Ah, will da zurückgeben auf Brower, aber wird leider nix. So, nochmal Brower, rein ins Angriffsdrittel. Spielt rüber auf Like. Sein Goalie hat ein bisschen einen abbekommen. So, mit so einem Schuss wird unser Hiller noch allemal klar kommen. Hier könnte schon gefährlicher werden. So, Wisniewski. Eieiei. Da hat er einen ordentlichen Check abbekommen, mein Like. So, Demers. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dass der nicht drin war, wa? Und da gibt es wieder eine Strafe. Ich glaub's ja nicht. Ey, Leute. Das ist ja nicht feierlich, wie viele Strafen er mir hier einbrocken will. Oder beziehungsweise einbrockt. So, Flase schaut das Ding erstmal raus aus der Gefahrenzone. Richards mit einem schönen Check da im Nachhinein. Wisniewski auch. Oh, ganz geile Befreiung von Camilleri. Können wir leider nicht nutzen. Kommt was. Es laggt gerade ein wenig bei mir, das ist ein bisschen sehr ärgerlich. Ah, fuck. Warum leckt's denn so bei mir? Was war da los? So, erstmal weg damit. So, noch 5 Sekunden in Unterzahl jetzt im zweiten Drittel. Aber wir gehen mit einer 1-0-Führung in die Pause. Aber ich muss deutlich weniger Strafen ziehen. 12 zu 5 Schüsse, wir haben ordentliche Chancen, Übergewicht. Das ist sehr schön. So, er spielt mit Koivu als ersten Center jetzt gerade im Powerplay. Hoppala. Und das war ein ordentliches Abseitsmeister. Ja. Ach komm, wir springen. Couture. Oh, er steht schon auf sehr offensiv. Sehe ich gerade. Guided through center for Couture. He could start some danger here. Ja, und sowas ist kein Bandencheck. Alles klar, merken wir uns. Good poke check by Wisniewski. On to O'Reilly. Turned aside off the pass. Hoppala. Controlled by Wisniewski. Gut, da hätte man gut und gerne eine Behinderung geben können. Das sehe ich gerne ein. Taken on by Sharp. Okay, da hatten wir Glück. Camilleri geht rein, schießt! Da holt er ihn sich beinahe selbst noch ins Tor rein. Oh. Das war ein cleverer Pass von ihm. Oh, da ist sein Okposo zur Stille. Der war auch ganz gefährlich. So, Backstream auf Camilleri. Camilleri! Oh!
Demers machten auch einen soliden Job in der Verteidigung da. So, Brower. Rein ins Angriffsdrittel. Legt zurück auf Like. Wow, der war ordentlich verzogen. Oh, Camilleri hat er auch. Ach, warum gingen die denn nicht raus aus dem Drittel? Was war da los? Ha? Was war da los? Noch 6 Minuten 50 im zweiten Drittel. Immer noch 1:0 für uns. Ah, gut, das ist ein Icing. Das sehe ich ein. Schade eigentlich. Zach Bogosian. Will keiner die Highlights von sehen. Alles klar. Couture. And he motors on between the blue lines. Okay, das war nicht so geil. Okay. Kane's carrying it through center. Tried to dance through, no luck. Ja. Kann ich nichts mehr machen. Good job on that draw center. Let's see how they recoil. So, Williams geht rein, spielt rüber zu Dustin Brown. Der kommt aber nicht an den Puck ran. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Oh! Ich bin mir aber nicht so sicher, ob das Abseits war oder nicht. Das war aber Abseits. Meine Güte, jetzt spielen wir gerade nicht mehr so Premium. Müssen wir nochmal wieder was gegen tun, du. Ja, im Idealfall natürlich mal erstmal das Bulli gewinnen. Oh! Meine Güte, da kriegen wir ihn nicht über die Linie gestochert. Was für Chancen da noch in den letzten 10 Sekunden. Aber egal, somit gehen wir mit einem 1:0 ins letzte Drittel. Mal sehen, ob wir das über die Zeit retten können. Vielleicht brauchen wir es auch gar nicht über die Zeit retten. Schade. Satz mit X, machst du nichts. So, das war ein Icing. Er hat 7 von 12 Bullies gewonnen. Oh, meine Güte, ey. Achso, einen schönen Linksverteidiger hatte ich mir eigentlich übrigens auch noch gegönnt. Ich habe mir mal Giordano von den Calgary Flames gekauft. Ist auch ein 87er. Ist bestimmt auch eine gute Verstärkung. Wow. Habe ich meinen Puck aber ziemlich leicht wegschnappen lassen. Da spielen wir auch gerade gegen den Giordano. Skin! Oh mein Gott, Wisniewski! Eins aus Safe von Hiller. 1A. No shadow of the boards here. Good job with the poke check. Offensive zone. Trotzdem lässt meine Abwehr gerade sehr zu wünschen übrig. Ach komm! Carries it up the wing. Gets in and he'll look over his options. A shot. Terrific glove save. Pressure is intense. Who can get it out of there? Willst du mich jetzt verarschen? It's off his pad. No team worth its name is gonna let that go. Ach so, genau. Haust du mein Goalie an, wa? Outstanding
Nein, kommt er schon wieder. Aber abseits. Gott sei es gedankt. Meine Güte. Da gab es ja gerade überhaupt keine Entlastung. So, Richards am Bulli. Entscheidet das für sich. Richards dann rein ins Angriffsdrittel. Wow, wird ordentlich von hinten gecheckt. Moves up along the boards. Picked up in the attacking zone. Over the net. Oh, it was close. Meine Spieler sind sich zurzeit selbst der größte Feind. Right near the line. Can he keep it going? And a save. Hiller macht das Spiel seines Lebens hier für mein Team. Takes it up that side. Finesse to Brown. Nein, der Pass von Brown zu Williams kommt nicht an. Good work out of the attack. Hope checked away by Vlasic. Good backstop. Hilda! Noch 3 Minuten. Alles klar. Noch ist alles safe. And here again is Ray. Uiuiuiuiuiuiui. Die Punisher. Nein, von dem aber auch keine Highlights sehen. Doch, er will sie natürlich sehen. Boah, da wäre ein Pfostentreffer. Hatten wir Glück gehabt. Ja, gut. So. Couture für uns am Bulli. Mal sehen. Entscheidet er für sich. Sehr gut. Okay. Alrighty, bringt den Puck nicht raus. Jabbed away by Demers. Ach, das ist doch jetzt langsam ein Witz. Back in his defensive end to get it. Right up the thigh. Jetzt einmal einen ordentlichen Konter ausspielen. Okay, vielleicht auch nicht. O'Reilly's there near the front battling. Grabbed by Demers. Same side to O'Reilly. So, O'Reilly. Gains the zone. Geht rein. Spielt. Über, aber. Demers! Böttger! To start something. Picked up between the blue lines by Opposo. To Sakara. Genauso sollte der Pass kommen. Ganz genauso. So, ich habe da eben gerade eine Abseitswarnung gesehen, Meister. Camilleri. Camilleri. Kommt der Pass zu viel Puller nicht an. Da hat er nochmal ein Icing. Hat nur noch 3,5 Sekunden. Das wird er nie im Leben schaffen. Von daher geht das erste Spiel in Division 4 auch an uns. Was? 2:0 machen wir aber leider nicht mehr. Schade, schade. Schokolade. Aber egal. Der Sieg ist unser. 780 Münzen. First Star sollte vermutlich Hiller sein, nehme ich an. Jonas Hiller, 100% gehalten, 20 Schüsse. Ryan O'Reilly, Platz 2 mit seinem 1 Tor. Und Jimmy Howard ist der beste Spieler von ihm. 95,83% gehalten, 24 Schüsse. Nicht schlecht, nicht schlecht. War ein gutes Spiel, war auf jeden Fall ein gutes Spiel, muss man so sagen. Vor allem war es ein knappes Spiel. Eieiei. Aber wir haben uns den Sieg geholt. Sind jetzt bei fast 20.000 Münzen. Und komm, wir müssen mal wieder gucken. Gibt es nicht mal wieder ein geiles Schnäppchen? Ich weiß zwar nicht wirklich, was ich brauche, aber ein geiles Schnäppchen ist nicht verkehrt. Johnson, zu teuer. Schneider, brauche ich nicht. Kronwall, 30.000. Bücher hab ich. Callahan haben wir schon. Datsyuk 50.000. Ja, Hall 76.000. Ja. Tavares 85.000. Ey, die werden ja immer teurer. Malo 17.000. Boah, ey. Doji 93.000. Eberly.
Landeskog. 8000. Meine Güte. Leute, macht eure Spieler mal ein bisschen günstiger. Wer soll sich denn das leisten können? Yandel 4000. Carlson haben wir, allerdings als linken Verteidiger. Spetzer 5000 von den Capitals. Ne, da haben wir jetzt Backstrom. Also Letang. Anderson. Whoa. Anderson ist gar nicht verkehrt. Hall. Flasic für 10.000, willst du mich verarschen? Sedin für 16.000. Ja. Chara. Ja, doch, da würde ich auch nicht nein sagen. Aber Carter wäre auch noch so einer, der interessant wäre. Stall 4.000. Auf keinen Fall verkehrt. Allerdings habe ich genug gute Center jetzt. Camilleri, Howard für 8000. Johansson. Ja, ich bin schon richtig zufrieden mit meinem Team eigentlich. Jetzt fehlen wirklich nur noch so ein paar Hochkaräter à la Rick Nash. Aber 30.000, ey. Aber was kostet denn der gute Liga NHL-T? Dallas, na, da, Position, linker Flügel, da ist der Jamie Benn, den ich da suche, 37.000, ja sicher, 29.000, immer noch, ja sicher, 31.000, 7, den haben sie offen, okay, 60.000, 52.000, 40.000, 36.000. Ach, ihr könnt mich doch alle mal, Leute. Na gut, wir sparen weiter Kohle. Irgendwie ist da eh nichts in Reichweite, was wir uns gönnen könnten. Leute, ich danke euch vielmals fürs Zusehen und ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet. Haut rein, bis die Tage. Ciao.